Ja, hallo. In diesem Video geht es um die Zahl 98. Da ist die lebendige, anregende 9 im Spiel und eben auch die ruhige, gemütliche, passive, genussvolle 8. Ja, das in Kombination, das geht ganz gut. Wir sehen das schon bei der Zahl 89. Also, wenn diese beiden Zahlen zusammenstehen, dann geht es darum, im Leben Lockeres, Leichtes, Schönes, Genussvolles in Kombination zu erleben. Es ist einfach leichtfüßig, das Ganze. Ja, so auch bei der 98. Es geht schon hauptsächlich, ja, es geht um die Aufgabe 9, die zu erfüllen ist, also in Sachen Freiheit, ja, zum Beispiel fliegen, in Sachen genug Platz und Raum haben, ja, also sich innerlich und äußerlich frei fühlen, in Sachen Lernen, Lehren. Die 9 ist eine typische Lern- und Wissenszahl, eine typische Zahl auch des Intellektes, daher auch eine typische Zahl des Kopfes, aber eher einer kopfbetonten, verstandesbetonten Zahl, also weniger das intuitiv kopfbetonte, wie zum Beispiel bei den Zahlen 2 und 0. Ja, also mit der 9 geht es immer um das Lernen, um verschiedene Studien, ja, eben um die Vergrößerung des Intellekts. Mit Intellekt meinen wir, ja, dass man auf Wissen, erarbeitetes Wissen, sich abstützen kann, in dem Sinne, ob das jetzt Uniwissen ist oder Buchwissen oder sonstiges Wissen. Aber die 9 hat natürlich auch stark zu tun, dann auch mit Dienstleistungen erbringen, zum Beispiel mit dem, was man gelernt hat, also vorzutragen, ist eine wichtige Austausch-Ausdruckszahl. Da ist immer sowieso, wenn du einen 9 im Geburtsdatum hast, ist es immer Thema, ja, dich möglichst gerne auszudrücken, auszutauschen auf allen möglichen Ebenen. Genau, dich gerne nach außen zu bewegen, dich gerne in Szene zu setzen. Das darf auch mal schnell sein, es darf wendig sein mit der 9. Klar, es kann mit der 9 durchaus auch manchmal ein bisschen unruhig, hektisch, vielleicht sogar auch chaotisch werden. Chaotisch dann, wenn man mit der 9 zu wenig Struktur oder Ordnung hat. Das ist der, sozusagen der Gegenpol der 4, die 9. Die 9, ähnlich wie bei der 0, die 9 liebt einfach die Ausdehnung, die Ausbreitung auf alle möglichen Seiten hin. Es ist unserer Meinung nach hinter der 0 einer der vielseitigsten, vielschichtigsten Zahlenkräfte, die es gibt. Also mit der 9, da gibt es keinen Rahmen, keine Struktur, keine Ordnung in dem Sinne. Da geht es um Spontane, Direkte, aber dann eben vor allem auch um das Leichte, Spielerische, Humorvolle auch, Schauspielerische. Das darf man mit der 9 alles weiterbringen. Also dieses Lockere, Leichte, auch eben zum Teil dann Unverbindliche, nicht planmäßige, ja, die 9, die wie nichts mit Plan zu tun hat, haben. Mit der 8 kann da so ein bisschen eine Besänftigung da sein, also diese Schnelligkeit, diese Lebendigkeit, diese Anregung der 9 kann hier ein bisschen Ruhe finden. Das ist ja auch die Idee, oder die hintere Ziffer einer Zahl ist immer das Wie. Das kannst du vor allem bei zweistelligen Zahlen so gut anwenden. Und so zeigt die 8, okay, dann nehmen wir ein bisschen mit der 8 Tempo raus, da soll es gemütlich sein. Also zum Beispiel soll das Lernen, das Lehren ein bisschen gemütlich sein, zwischendurch mal auch genussvoll sein. Also das heißt, nicht bloß lernen, nicht bloß mit dem Kopf da unterwegs sein, aber auch zum Beispiel, wenn es so um den Austausch, Ausdruck geht, vor allem für das Kommunikative, ist die 9 ja wichtig. Darum ist ja, hat ja die 9 auch sehr stark mit den Medien zu tun. Ja, da muss es ja immer schnell, schnell, schnell da, schnell dort, schnell hier. Aber mit der 8 zusammen soll das jetzt heißen, also
Kommunikation, Ausdruck, dass zum Beispiel, dass wenn du jetzt, sagen wir mal, ein Vermittelnder bist, ein Vortragender bist, dann geht es mit der 98, wegen der 8 darum, dies auf eine ja, gemütliche, soziale, ruhige, gemeinschaftsfördernde Art zu tun. Also es ist auch etwas Menschenfreundliches dabei mit dieser 98. Also ja, man soll auch Schönes, Gediegenes, Gemütliches, Genussvolles mit einbringen, wenn schon Austausch, Ausdruck, so. Sicherlich ist das so auch eine gute Zahl, zum Beispiel für den Verkauf oder für Handel oder Kontakt zum Kontakten, gell? Neue Kontakte zu schaffen, mit einem anderen Menschen zusammen zu sein, gemeinschaftsbetontes, geselliges, gemütliches Fördern, das Genussvolle haben wir bereits erwähnt. Also wir wären jetzt da überrascht, wenn es da jemand gäbe und sagen würde, ja, so. Also mit dieser 98, ja, also da kann ich jetzt schon nicht viel anfangen. Ne? Das ist mir zu streng, zu hart. Nein, nein, es ist im Gegenteil. Man kann da viele lockere, schöne, beschwingte, friedliche Stunden erleben. Ja, man soll auch vielleicht, wenn du jetzt mit der 98 zu tun hast, also zum Beispiel Jahrgang 98 bist, dass es darum gehen kann, eben als Friedensstifter oder als Friedensstifterin unterwegs zu sein, Menschen zusammenzubringen, für mehr friedliche, auch eben harmonische Situationen zu sorgen, was eben mit der 8, das Wie, mit dem Wie eben zu beachten ist, wenn man die 9 erarbeitet. Oder natürlich kann das auch sein, gewisse Studien, die man da macht, oder auch der Austausch, was auch immer, oder die Freiheitsfindung, oder es sollte einen möglichst praktischen Charakter auch haben, auch einen kreativen, oder falls du jetzt ein typischer Kopfmensch bist und dich da gerne weiterbildest und so, dann ist das sicher so, kann hier viel Kreatives, Gestalterisches hineinkommen mit der 8. Ja, so darfst du das sehen, also diese beiden Zahlen zusammen, also es ist so eine Mischung zwischen männlicher und weiblicher Zahl, wobei die hintere, das ist eben auch eine Gesetzmäßigkeit, dass die hintere Ziffer versucht, dominant auf die vordere zu wirken und daher ist natürlich die 98 im Gegensatz zur 97 oder 95 oder 99 ist die 98 schon eher stärker eben. Also weiblich gefärbt, genau. Ja, und manchmal geht das gut, wenn eine männliche und eine weibliche Zahl zusammenstehen, ist es gar nicht, muss es gar nicht hinderlich sein, weder für das eine noch für das andere. Also die Erfahrungen zeigen, dass das ganz gut geht, so also mit der 9 und mit der 8 zusammen. Ja. Du kannst natürlich jederzeit auch, gilt auch wieder für die 98, also selbst solltest du diese nicht im Jahrgang haben, nicht zum Beispiel als Auftretensfenster haben, also Auftretensfenster meinen wir, um das wieder mal zu wiederholen, wenn du zum Beispiel an einem, ja, an einem vierten, dritten, 95, genau, 4.3.95 geboren bist. Wenn man die Monatszahl 3 und eben der Jahrgang 95 zusammenzählt, gibt das auch wieder 98 und das ist eben das Auftretensfenster. Es gibt ja dann das Kommunikationsfenster, das ist vorne, das ist immer, wenn Tag und Monat im Spiel sind. Ja. Vielleicht wohnst du an einer Hausnummer 98, vielleicht hast du sonst mit der 98 immer wieder zu tun. Oder wie gesagt, du kannst diese Zahl auch visualisieren, du kannst auch diese Zahl anrufen, du kannst dich mit dieser Zahl unterhalten, weil nicht vergessen, jede Zahl ist eine Ursprungskraft, also eine
eine universelle, eine göttliche Kraft, genau. Gut, das wär's. Wir sehen uns in einem anderen Zahlenvideo. Ciao, danke fürs Hinsehen und Hinhören.